Ich mach mich jetzt ready. Macht ihr den Fernseher bitte leiser? Ja, Maya und der Niklas spielen jetzt Schach. Niklas hat nämlich ein Schachspiel zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil er gerne Schach spielt. Bitte leiser machen! Ist nicht auszuhalten hier! Ist ja wie im Irrenhaus. Ich habe mir die neu geholt von Evelyn von DM. Ich bin am überlegen, Leute, ob ich mir meine Nägel heute wieder mache. Die müssen nämlich langsam gemacht werden. Die sehen schon ganz fürchterlich aus. Und ich will sie lang! Ich will schon wieder lange Nägel! Es ist immer dasselbe mit mir. Lange Nägel, kurze Nägel, lange Nägel, kurze Nägel. Niklas, leiser! Das ist wirklich zu laut! Jetzt geht's um mein Lieblingsvitamin. Ich war gerade einkaufen, Leute. Ich habe mir wieder mein Proteinshake, den Vanilleshake aus dem DM geholt. Finde ich mega geil. Immer wenn ich den getrunken habe, habe ich wieder richtig Kraft und fühle mich fitter. Da sind halt viele Vitamine und Mineralstoffe drin, wie Zink, Biotin, Eisen und so weiter und so fort. Finde ich richtig gut. Ich muss erst zum Auto und das Wasser rausholen. Ich muss mal eben jemanden anrufen. Mein Telefon ist gerade mitten im Gespräch ausgegangen. Ich habe auch noch Schoko hier. Den finde ich aber nicht so toll, muss ich sagen. Davon habe ich auch immer Bauchschmerzen bekommen, tatsächlich. Und ich habe mir heute noch was anderes geholt. Und zwar das hier. Das ist so Clean Green Trinkpulver für Smoothies und Getränke. Da ist was drin. Moringa, Weizengras, Spirulina, Gerstengras und Chlorella. Wollte ich mal testen und ausprobieren. Oha, die Flasche ist voll. Guck mal, Leute. Guck mal bitte, wie voll sie ist. Gerade aufgemacht. Wow. Die sind wirklich voll. Krass. Guck mal, wie voll bitte die Flasche ist. Guck mal. Warte, warte. Yvonne, guck mal, wie voll die Flasche ist. Guck mal. So voll gemacht haben die die. Krass. Das ist ein Highlight für mich, wisst ihr? Tilo beim Fitnessstudio. Everybody come for fighting! Stopp! Stopp! Mir ist was eingefallen. Hast du gefragt wegen Hausaufgaben heute? Nein, wen? Den, woher, wovon du auch eine Nummer hast. Oder du fragst die Lehrerin. Oder du musst morgen dann in der Schule nachfragen. Dann schreibst du dir das auf. Dann sollen die dir das sagen, alle. Okay, Freunde. Wir haben eine riesige Aufgabe. Beziehungsweise ich, ihr nicht. Mein ganzes Schlafzimmer ist voller Wäsche. Cider. Produkte, Alara-Produkte, Wäsche, die ich wieder verräumen muss und in jeder Ecke. Ich mache noch kurz einen TikTok. Leute, ich sitze immer noch hier und mache immer noch die Wäsche. Es ist schon ein paar Stunden später. Hab meinen Kleiderschrank aufgeräumt, aussortiert, sortiert, einsortiert. Jetzt habe ich hier einen Beutel voll mit tausenden Socken, die das andere Paar von fehlt, keine Ahnung. Müssen wir dann mal gucken in den nächsten Tagen und Wochen, dass wir die wieder zusammenfinden. Scheiße. Ach so, und gleichzeitig läuft hier der Livestream vom King Thomas. Voll geil, die meditieren jetzt gerade da gemeinsam alle. Oh.
Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist der Niklas zu Hause. Es geht ihm noch nicht viel besser als gestern. Ich hoffe, morgen geht's wieder in die Schule für ihn. Ich bin wieder ein bisschen besser dran. Die Amaya, meine Tochter, ist ja sowieso zu Hause, bis sie in die Schule geht im Sommer. Und ja, heute habe ich sehr viel im Haushalt zu tun. Ich muss einiges machen, viel Wäsche machen, ein bisschen was putzen. Ich mache jetzt erstmal das hier sauber. Das ist nämlich ganz schnell eklig. Das mache ich jede Woche einmal. Wie oft macht ihr das sauber, ihr Lieben? So, weil das wird ganz schnell so ganz ekelhaft. Und guck mal, das sind ja auch Bakterien, ne? Müsst ihr jede Woche einmal machen, liebe Leute. Ich hab doch gesagt, dass da keine Schale reinkommen wird. Haha, ich hab hier auf Holz gemacht. Oh Maya, hol mal bitte noch Pfeffer. Hier, bitte. Leute, so sieht übrigens mein Bauch aus, bevor ich in den Tag starte und bevor ich was esse. Ich glaube, ich muss ein paar Lebensmittel weglassen. bei uns gibt es Abendessen. Die Amaya hat schon gegessen. Der Thilo ist jetzt vom Fitnessstudio nach Hause gekommen mit Amaya. Was möchtest du denn? Haben wir jetzt Essen? Muss mal gucken. Hier ist Marmelade. Gedanke, komm mal her, bitte. Nutella haben wir keins, Messler. Welches Brot möchtest du? Normales Toast. Normales Toast? Das ja. Oder das Toast? Das. Das ist auch sowas, meine Dicke. Das normale? Ja, das Toast, also Marmelade mit Käse und ein Brot mit Käse. Also Marmelade und Käse und ein Brot mit Käse? Ja. Okay. Was ist das denn hier? Ein Fleck. Krass, den habe ich so nicht gesehen, aber in der Kamera. Ja. Getoastet? Ich glaube, irgendwas stimmt mit meinem Toaster nicht. Der brennt, Schatz. Ja, da kommt Qualm raus. I don't know. Muss mal gucken. Das riecht so richtig gegrillt jetzt hier. Ja, da ist auch Scheiße. Vom Toasty oder so? Oder was vom Toasty? Ja, es ist nicht mehr zu definieren. Das glüht einfach wie Shisha-Kohle. Und hier klemmt auch was. Das ist klar, ist das vom Toasty. Zeig mal, warte ich. Ja, lass mal so Licht. Wo denn? Erstmal da. Da hat es so rausgekommen. Das Glut. Wo? Das sieht man auf dem Video. Da ist so Glut. Und hier steckt so ein dickes Stück drin. Siehst du das? Muss er mal sauber machen. Deswegen riecht es so nach Grill. Das ist diese Panade von Tillmanns Toasty. Also aufpassen, Leute. Scheiße. Leute, guck mal, jetzt machen die Scheiben vom Käse so schmaler. Guck mal, wie dünn, wie schmal. Was? Die Geier! Es ist jetzt spätabends, 23 Uhr, und ich bin noch beschäftigt. Oh, was ist das für ein scheiß Licht? Oh Gott, Moment. Hallo? Bisschen überbelichtet. Oh Gott, falsch, alles falsch. Help! So. Also es ist jetzt schon 23 Uhr und ich bin noch beschäftigt. Ich zeige euch gleich mal bei was. Aber ich habe gerade irgendwie voll Bock auf einen Snack. Ihr kennt das doch. Ich stecke mich jetzt einfach mal in meinen Kühlschrank. Tschüss.
Ich weiß nicht was. Also ich möchte jetzt nichts zu mir nehmen, was Fett macht. Ich möchte jetzt aber auch keine Möhre essen. Und deswegen weiß ich nicht, was ich tun soll. Süßigkeiten ist jetzt auch nicht so der Burner um die Uhrzeit. Vielleicht eine Dattel? Scheiße. Oder vielleicht einfach lieber gar nichts und was trinken? Ein Tee vielleicht? Das ist doch alles für den Arsch. Ich hätte so gerne irgendwas jetzt. Ich nehme mal diesen Fruchtmix mit zum Tisch. Das ist nichts für dich, Baby. Ich habe übrigens heute das hier gemacht. Warte mal, so sieht das jetzt nicht so nice aus. Ich habe heute Tortellini gemacht, Käse, ach Quatsch, in Sahne, Schinken-Sahnesoße. Mein Gott, ich habe Sprachfehler. Es sind jetzt doch Baked Beans geworden. Und ich bin hier schon seit langer Zeit am Tagesplan für mich heraus am Basteln hier, damit ich mit meinem Zeitmanagement einfach besser klarkomme. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, der Tag hat zu wenig Stunden und ich schaffe nichts. So ein Wochenplan immer. Hi Leute, ich gucke gerade hier bei Amazon nach ein paar neuen Gerätschaften zum Filmen. Oh. Ist voll das geile Wetter heute draußen. Ich auch sehr. Alles klar, der Mann. Ich war gestern im Fitnessstudio. Oh mein Gott, Leute, mir tut alles einfach weh. Ich hocke gerade hier in der Wäsche. Eigentlich muss ich Wäsche machen. Ich habe keinen Bock. Ich habe hier voll was Schönes gefunden. Einmal so ein Stativ für Handys. Mit Licht. Voll geil. Kann ich geile TikToks machen. Dann ein Stativ hier so zum Biegen und Drehen. Und eigentlich habe ich hier ein Stativ, aber das geht mir auf den Keks. Das, ich glaube, das hier ist better. Ich gucke mir das nochmal zum 20. Mal genauer an, bevor ich es bestelle. Ja, ich glaube, das ist ganz gut hier, das hier. Passt in die Handtasche, steht da. Das kann auch meine Kamera hier tragen, ohne umzukippen. Also eigentlich ganz gut. Man kann es so irgendwo dran... Guck mal, Leute. Man kann das irgendwo so dran biegen. Okay. Deswegen überlege ich, ob ich das bestelle. Hat eigentlich gute Bewertungen, auch viele. Ich weiß auch nicht. Warte mal, bevor ich das bestelle, gucke ich mal, vielleicht geht das ja hiermit auch. Hier. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht jetzt. Also so hängt das dann da. Nee. Ich keinen Bock drauf. Ich überlege immer 200 Millionen Mal, bevor ich in irgendwas investiere, aber es ist ja eine gute Investition im Prinzip. Kack jetzt hier, ey. Guck mal. Gott. Ja, und es geht anscheinend schnell kaputt. Übrigens habe ich das hier schon mit UV-Gel geklebt. Nein, Katja, es wird Zeit für eine Investition jetzt. Feierabend, Mensch. Ich hab's jetzt bestellt. Jetzt bin ich irgendwie geschockt von mir. Jetzt ist es zu spät. Ich hoffe, es kommt jetzt auch am Montag. Ich habe extra Premium-Versand gemacht. Leute,
Ja, irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Ich habe mir diese Dinger gerade geholt und die werde ich jetzt einfrieren, denn ich habe bei TikTok diesen Trend gesehen, dass das voll geil schmecken soll, wenn die dann so knusprig sind. Ich bin gespannt. Können wir dann irgendwann testen. Auch den Herbstmuskelkater. So, was ist los? Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal was überweisen, dann muss ich erstmal zur Sparkasse. Boah, immer wenn ich das mache, wird mir schwindelig. Tja, Maya hatte Lust auf etwas, auf das. Steht auf der Verpackung. Einen richtig dicken Wurm auf meiner Hand zu haben. Ja? Mhm. Aber leider habe ich keine, weil ich liebe Würmer auf der Hand zu kriegen. Weil weißt du was, warum ich das liebe?